Hallo meine lieben Freunde, wir spielen heute Knights of Pen and Paper. And here are the Dragons. Ja, so, meinen Timer starten und ab geht die wilde Lutze. Wir haben hier in der hölligen Höhle das letzte Mal ich frage mich gerade, warum ich hier keinen Ton habe. Ach ja, ich habe mal abgeschalten. Gut. Also, räume ein Verlies, um die Quest fortzusetzen. Alles klar. So. Auf den ersten Blick erscheint dieser Raum leer zu sein. Doch das ist nicht wahr. Ihr werdet angegriffen. Mal wieder. Und dunkel ist es auch noch. Hier mal ein bisschen leveln. Viele Arkanen. Ich kann hier leider keine Ruhepausen einlegen. Meine Gruppe könnte es momentan brauchen. Mal gucken. Du siehst einen schmucken Schurken auf einer Kiste. Ninja Fefil, nehme ich an. Wir kommen, um deine Gier am Ende zu setzen. Ich kenne keine Ninjas. Und ihr seht das völlig falsch. Der Peperritter hat die Truhe, die Regeln der zweiten Edition aktualisiert. Wir Charaktere aus der ersten Edition können Beute nicht mal sehen. Dann es gibt hier keine Beute, dann geht woanders warten. Die Truhe kann ich vielleicht nicht looten, aber euer Zeug kann ich nehmen. Meinst du das im Ernst? Erst wirkst du wie ein ganzer Kerl und dann machst du alles kaputt? Wow! Alles klar. Mal sehen, ein bisschen Energie den Leuten noch zuschanzen. Dass sie zumindest etwas aushalten.
Jeder kriegt noch seinen Apfel. So. Das noch schnell durchschalten. So, damit sind alle in derselben Reihe. Damit kann ich auch Kettenattacken loslassen, die alle treffen. Oh, ein kritischer. Auch einer weg. Noch einer weg. Und weg ist er. So. Da war der kleine. Gleich ein richtiges Level up. So, dann können wir uns mal die Level Ups angucken. Du kriegst auch ein Level ab. Und du bist Level 4 geworden. Das bedeutet, dich kann ich in den Grund ein paar Grundskills abgeben. So, ein Schild, damit man etwas mehr so und ein allgemeines Schlafen für die Gruppe. So. So, eine Wiederbelebungsfeder, die könnte man immer brauchen. Ein bisschen Wurst. Noch eine Feder. Ein Heiltrank. So, das sollte jetzt eigentlich doch reichen, würde ich sagen. Mit Einkauf. Ein paar Souvenirs, ja. Mhm. Da fällt es dir. Schön, euch wiederzusehen, Abenteurer. Ist das Problem endlich gelöst? Die Banditen sind fort, aber die Truhe ist für Charaktere der ersten Edition für immer verloren. Dorfälteste, oh weh, das ist das Ende von Pepperos. Wie wir es kannten, die Pepperritter-Truhe zum Truhe zerreißen. Klingt cool, wo ist unsere Belohnung? Dorfälteste, ihr habt doch die Truhe gekriegt, oder nicht? Ich hab doch nur eine neue Schaltfläche spendiert. Jetzt könnt ihr Gegenstände, die ihr nicht mit euch rumschleppen wollten, Lager legen. Ihr könnt
auf jeder Stadt auf das Lager zugreifen. Wenn ihr Rucksäcke mal voll sind, könnt ihr die Gegenstände übertragen lassen. So, Gruppen-IP wieder. Der Paladin war... Hoppala, und... Ja, genau. Sie sollte man eventuell auch mal leveln. So. Das ist das Lager. Also jetzt kann man hier lagern. Und wir können noch ein paar Quests, Nebenquests machen. Die werden wir jetzt einmal auch angehen. Ein bisschen unseren Charakter leveln. Ninja Party. Räume des Verlieses, um die Quest fortzusetzen. Beginnen. Unser Besuch in der naheliegenden Höhle war nicht sehr zufriedenstellend. Warum das? Er war doch ein voller Erfolg. Erfolg oder nicht? Man hat uns Ninjas versprochen, aber bekommen haben wir nur Fledermäuse und gewöhnliche Banditen. Vielleicht sollten wir noch einmal hin. Aber ihr seid doch durch das ganze Verlies gelaufen und habt keinen Ninja gesehen, oder? Das ist es ja. Ninjas kann man nicht sehen, wenn man sie nicht gesehen werden wollen. Zur nahegelegenen Höhle gibt es Ninjas zu entdecken. Okay, dann reisen wir zur nahegelegenen Höhle zurück. Und suchen nach Ninjas! Dieser Raum hat die Form eines nach unten gekrümmten runden Rohrs. Er scheint auch eine gute Idee, da so hinabzugehen. Als ihr wieder nach oben blickt, seht ihr ein gewaltiges Rollen Felsen gegenüber. Ja. Okay, das war eine Falle. Ihr betretet den Raum, in dem sich vier Protestengegenstände befinden. An der Hand. Eine klare Anweisung, dass ihr nur einen Gegenstand wählen könnt. Welchen entscheidet ihr euch? Eine Waffe ist immer gut, weil wir haben einen, der noch keine wirkliche Waffe hat. In der Mitte dieses Raumes befindet sich eine tiefe Grube, die mit dicken Eisenbahnen bedeckt ist. In der Grube findet ihr einen verwirrten Mann, der gefangen gehalten wird. Der Gefangene berichtet, dass sie sich berichtet euch, wo sich die Fallen hier befinden. Der Boden dieser Kammer ist mit vollen Schlafsäcken und Strohhaufen bedeckt. Eure Diskussion über die Klassifizierung der Monster alarmiert die Wachen. Oh, die macht schon Schaden jetzt. Der Baller kam. Macht Schaden, das ist schon ziemlich gut jetzt. Was wollen wir jetzt tun? Danach greifen. Oh, wir haben einen blauen Stein gefunden. Ein blauer Stein erhöht die blauen Aktionspunkte ein bisschen. Ein kalter Luftzug heißt euch in diesen leeren Raum willkommen. Der Boden ist glatt und rutschig und vor Frost.
Plötzlich erscheint der Wirbel des Portals in der Mitte des Raumes und ein Gruppe Monster springt heraus. So. So. Ein rotes Taschentuch bekommen. Dieser Raum wirkt leer. Ihr könnt leise Schritte aus dem Gang, sieht ihr doch niemanden. Okay, und weiter geht's. In der Mitte des Raumes steht ihr einen großen rostigen Käfig. In dem Käfig seht ihr eine sehr alte humanoide Leiche. Mehrere rostige Ketten und Fesseln hängen von ihren Wänden. Okay. Die Ecke dieses ansonsten leeren Raumes steht hier eine Leiter und beschließt den Stockwerk zu steigen. Spürt Luft doch, als ihr ihn tretet. Und noch einen, ihr bemerkt, dass zwei gingen euch Hase verfehlen. Erfolg. Stellen folgen Level kannst du ungeschickt werden. Ersten Blick scheint der Raum leer und angegriffen. So, jetzt tun wir alle. So, das war jetzt ein kurzer Kampf. Vor euch seht ihr die Mauern, Riesen, irgendwas befindet sich. Was wollt ihr tun? Wir greifen nach. Goldversteck gefunden. Na, nice. Raum mit 4 Protesten gegen Gegenstände befindet ihr an den Hand. Befindet sich in der Anweisung, dass ihr die Gegenstand wählen könnt. Welchen Gegenstand wählt ihr? Essen. Na, Gold. Bisschen Gold kann nicht schaden. So. Warum ist ein Motorring zerrissen? Wandteppich befindet sich einige der Teppiche haben seltsame Ausgewirkungen. Plötzlich greifen Monster an, die sich in den Wand versteckt haben. Ach kommt schon! So, mal Magie sprechen. Widerstand. Ein Treffer. Widerstand. Und ein bisschen was zurückgewonnen durch die Attacke. So, wieder alle besiegt. Puh, fast schon wieder 2 auf Stufe weiter.
Dieser Raum scheint ein Kampfübungsraum zu sein. Er steht im Kampfkreis auf den Boden von Kampfpuppen unter einem grünen Berg. Okay, wir haben eine Karotte gefunden. In diesem Raum ist offenbar einmal eine Bibliothek war. Die Wände sind mit zerstörten Bücherregalen bedeckt. In der Mitte des Raums liegt ein verbranntes Buch. Naja, das scheint mir nichts zu bringen. Die Wände, eine Decke und dieser Boden sind eine Art Raum sind dieses Raumes, die von der Art organischen Gewebe bedeckt, diabolische Formen bilden. In der Mitte des Raumes steht ein viel größerer lederner Eier. Die Eier sind oben geöffnet und dann leer. Fortsetzen. Robuste Truhe im Raum und kleine Schlüssel. Truhe enthält eine Sau. Bediente Ersparnisse irgendwelcher Monster. Naja. Also irgendeiner hat aufgeregt. Die Ecke, die in diesem Raum ist, steht eine Kartenspiel, in den Stapel Münzen fast liegen würden. Die vier Spieler aufgeteilt. Es ist auch niemand zu sehen. Ja. Sehr gut, du hast gekriegt. In der Ecke dieses Raumes bemerkt er ein Skelett, das einen Lederhut mit einem breiten Krempel trägt. Skelett umklammert einen Geldbeutel. Das Spiel gibt mir jetzt viel Geld in die Hand. In den leeren Raum betretet sich steht hier eine grüne, fette, durchsichtige Kreatur, die am Ende des Raumes Pfannkuchen isst. Sie bemerkt euch und greift vollgeschleimt an. Aber anstelle zu fallen, in diesem Level kannst du umgehst du sie geschickt. Aber das ist nicht alles. Du findest ein uraltes Buch und staubt ein Spiel dem. Was soll ich tun? Das Buch suchen. Das Buch ist doch nicht so wichtig. Ein neurologischer Witz, die Kinder kommen verstehen. Die ganze Reise war umsonst. Kein einziger Ninja weit und breit. Versteckter Ninja. Was soll das heißen? Wer war das? Er hört jemanden reden, aber da ist niemand. Versteckter Ninja. Aber er zu Beginn der Quest gesagt hat, ein Ninja kann man nicht sehen, wenn er nicht gesehen werden will. Was, du bist uns das ganze Zeit gefolgt? Ja, und eure Begeisterung berührt mich zutiefst. Ihr seid wahre Helden. Darf ich euch anschließen? Ihr habt die Klasse Ninja freigeschaltet. Verlassen wir das Verlies. Yay! Ja. Hallo meine lieben Freunde, das war's von einer weiteren Runde Knights of Pen und Paper. Wie immer, unten in der Videobeschreibung der Link zum lieben Lunk, mit dem ich teile das Kurs Online Let's Play und der Link zu allen anderen laufenden Let's Plays von mir. Daumen hoch und Abo würden mich natürlich immer sehr freuen. Und damit verbleibe ich als euer Gaming Dragon mit einem heißen Foreo für diesen Part.